Der arme Barry. Okay, jetzt haben wir wieder hier eine. Wenn du mit Einheimischen zu tun hast, diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, genau. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Waffen haben wir nicht. Wir haben nur unsere Taschenlampe, aber jetzt gibt's hier noch ein kleines Gimmick. Achtung. Steck dir die Taschenlampe doch sonst wohin. Schließ die Tür ab, wenn ich gehe. Ja, ja, geh und tu, was du nicht lassen kannst. Ich komm schon klar. Allein, aber was soll's? In einer Hütte, die direkt aus einem Horrorfilm kommen könnte. Wir leuchten ihn jetzt mal so ein bisschen an hier. Na? Pass auf, wo du damit hinzielst, Al. Er niest immer, wenn man ihn anleuchtet, wenn man ihn blendet. Gut, das ist also unsere Hütte, die wir gemietet haben. Und natürlich sollen wir bei Mitternacht den Entführer treffen. Batterien, sehr gut, kann man gebrauchen. Das lädt sich zwar... Oh, Moment, wir können noch was machen. Guter Witz, Al, guter Witz! Danke. Ich werde hier einfach im Dunkeln sitzen, bis du zurückkommst. Oder bis ich von einem Monster gefressen werde. Nein, wir machen das Licht natürlich wieder an für den Barry. Was haben wir hier sonst noch? Ja, wir können das Licht nochmal an- oder ausmachen. Da kommen wir nicht raus. Wir müssen vorne raus. Und uns auf die Suche nach Alice machen. Und wir müssen durch den Wald Richtung Antenne. Wo war das? Oh, auf jeden Fall irgendwo da lang. Das ist so schlau, Alan. Nach dem, was du da erlebt hast, hier rauszugehen. Um Mitternacht. Aber er tut alles für seine Frau. Haben wir hier noch was? Vielleicht ein paar Manuskriptseiten? Nein, aber eine Thermosflasche. Ich weiß nicht genau, was das bringt, sie mitzunehmen, aber vielleicht sind wir dann ein bisschen wacher, ich weiß es nicht. Hört ihr diese Musik? Wunderschön, oder? Naja, dann, wir müssen dann wohl. Ach doch, wir haben doch eine Waffe. Das ist Ned Barry. Der gute, typischer Großstädter. Großspurig, bisschen durcheinander, aufgedreht. Und hier haben wir eine Manuskriptseite. Barry zweifelt an Wakes Verstand. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ja gut, man kann Barry verstehen, ne? Wenn man hier hinkommt und kriegt so eine Geschichte aufgetischt. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Ach, das Auto ist nicht nutzlos, es hat schön viele Scheinwerfer. Na gut, es ist vorgesehen, dass wir hier zu Fuß lang gehen. Also werden wir das tun. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Wenn du dich da mal nicht täuscht, Alan. Und wenn wir uns an die Manuskriptseite erinnern, Lover's Peak... Sagt euch das was? Oh, was haben wir denn hier? Hier können wir reingehen. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie?
Oh, wem sagen Sie das? Habt ihr das gesehen vor dem Fenster? Männer, was? Nein, wir wollen das Licht anlassen. Ja, genau, Fred. Aber ich werde mir natürlich die Parade. Hier ist jemand lang gegangen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Oh Mann, auf jeden Fall haben wir gerade den Arzt im Radio, der uns untersucht hat. Oh je, oh je, oh je. Nein, das hat gerade nicht geschaukelt. Mm-mm. Das ist so eine gute Idee, mitten in der Nacht durch so einen dunklen Wald zu... Was ist denn jetzt los? Ach nö. Haben wir noch andere Waffen? Nein, haben wir nicht. Die Dunkelheit ist uns auf den Fersen, verdammt. Ist hier eingebrochen worden? Sieht fast so aus. Können wir darüber? Nee. Ich werde auf jeden Fall in dieses Haus mal reinschauen. Wir haben ja auch gehört, ein paar Camper sind vermisst. Vielleicht hat einer von denen hier in diesem Haus gewohnt. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus da drin. Und da ist auch ein Fernseher wieder. Oh mein Gott. Scheißvögel. Da kommt doch jetzt wieder irgendwas. Ah, eine weitere Folge Night Falls. Und Söhne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nicht. Vielleicht im Spiegel. Was haben wir denn da gerade gesehen? Also, das war nicht so ganz aufschlussreich. Aber es ging wohl um Persönlichkeitswechsel oder sowas. Okay, der Fernseher ist wieder ausgegangen. Boah, dieses kleine Geräusch, ey. Nein, 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 das ist hier alles ganz nett und freundlich. Hier steht ein Wagen.
Einfach mal so. Hier oben ist noch ein Aussichtspunkt. Also wir nehmen alles mit. Wir schauen uns um. Oh, wenn sie nicht gerade freundlich aussieht. Ah, und werden mit einer Manuskriptseite belohnt. Rose und Rusty. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht ihr Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Ach, Rose und Rusty. Rose, die Dame aus dem Diner, und Rusty, der Kerl, der da gerade Max, den Hund, versorgt hat, der hier in eine Bärenfalle getappt ist, die hier wohl im Wald liegen sollen, und da müssen wir, denke ich mal, auch aufpassen. Und überall diese Raben, also schwarze Raben in einem Horrorspiel, naja. Noch eine Manuskriptseite. Rusty stirbt. Oh. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Och nein. Wir erinnern uns an den Rusty. Jetzt erwischt es ihn auch noch. Die Vision hatte wieder mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Nein! Nein! Mist! Rusty, durchhalten! Ich komme! Davor. Bitte helft mir! Was ist hier denn los?